Okay, welcome back, brothers and sisters. Willkommen zurück, liebe Geschwister. Let us begin with a silent prayer. Lass uns mit einem stillen Gebet beginnen. Amen. Amen. Okay, in this presentation, I'm pretty much going to be dealing with the smaller fractal, and hence the title is called The Repeating Pattern. Also in diesem Vortrag werde ich mich hauptsächlich hier mit dem kleineren Fraktal beschäftigen. Deswegen heißt auch der Titel dieses Vortrags Das sich wiederholende Muster. Okay, so let's begin with this quote from 7 Bible Commentary, page 971. Lass uns hier mit dem ersten Zitat aus 7bc anfangen. Nachdem diese sieben Donner ihre Stimme verlautet haben, kommt die Aufforderung an Johannes wie an Daniel in Bezug auf das kleine Buch. Versiegle, was die sieben Donner geredet haben. Diese beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, die in ihrer Reihenfolge offenbart werden. Daniel wird am Ende der Tage in seinem Erbteil stehen. Johannes sieht das kleine Buch entsiegelt. Dann haben die Prophezeiungen Daniels ihren richtigen Platz in der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft, die der Welt verkündigt werden sollen. Die Entsiegelung des Büchleins war die Botschaft in Bezug auf die Zeit. Okay, so the seven thunders was the history of the Millerites from 1798 down to 1844, right? Also sieben Donner war die Geschichte der Milleriten von 1798 bis hinab zu 1844. Seven times God spoke, marking these seven events, right? Siebenmal hat dort Gott gesprochen, das markiert dann diese sieben Ereignisse hier. Okay, it says these relate to future events, right? Sie sagt dann auch, dies bezieht sich auf zukünftige Ereignisse. Right? So when you get to the end here, you can look back at the past, and these point forward to the perfect fulfillment. Right? Deswegen, wenn du hier sozusagen ans Ende kommst, dann kannst du zurückschauen auf diese Zeit hier, 1798 bis 22. Oktober, und die weisen dann auf zukünftige Ereignisse hin. And we know that the seven thunders is a parallel to the 1260. So what's it pointing forward to? Wir verstehen, dass die sieben Donner auch eine Parallele zu 1260 sind, und worauf weisen sie folglich hin? What is it pointing to? Worauf weist es dann? What, sorry? Yes, but specifically what? Zeit der Trübsal, ja, aber genauer? Auf welche Zeit der Trübsal? The Sunday Law Crisis, Sonntagsgesetzkrise. Right? The 1260 is the Sunday Law Crisis, and that's what John's looking forward to, the Sunday Law Crisis, right? Die 1260 ist ja die Sonntagsgesetzkrise, und das ist, worauf Johannes ja auch hinblickt. And in 1847, that typifies the Sunday Law Crisis, or should I say 1848, she says that the latter rain came, but the nations were held in check, right? In 1848, was ja die Sonntagsgesetzkrise vorausschattet, da kam der Spätregen und die Mächte wurden eingeschränkt oder zurückgehalten. So when the Sunday law comes, which message is being fulfilled there? Wenn das Sonntagsgesetz kommt, welche Botschaft erfüllt sich dort? In relation to what we are talking about. It's the, it's in Bezug auf das, was wir hier besprechen. It's correct, but it's the third angel, right? Es ist der dritte Engel. The third angel is the angel that warns you about receiving the mark of the beast. Der dritte Engel ist ja die Botschaft, die dich davor warnt, das Malzeichen des Tieres zu erhalten. What's the sealing message? Und was ist die Versiegelungsbotschaft? It's or should I say, okay, the sealing message, but what is the sealing time? Where do you receive the seal?
Und was ist die Versiegelungszeit? Wo erhältst du das Siegel? In the image of the beast test, in right? Dem Bild des Tieres test. The Sunday law crisis. Der Sonntagsgesetzkrise. Okay. So all this is typifying, these seven thunders are typifying the Sunday law crisis, also in the future. All das hier, diese sieben Donner, sie schatten die Sonntagsgesetzkrise voraus, die zukünftig ist. Right? Richtig. So it says, John sees the little book unsealed, then Daniel's prophecies have their proper place in the first, second and third angel's message to be given to the world. Right? Johannes sieht das kleine Büchlein entsiegelt, der zweite Teil des Zitats. Dann nahmen die Prophezeiung Daniels ihren richtigen Platz in der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft, die der Welt verkündigt werden soll. So where do we see the book being unsealed? Wo sehen wir, wie das Buch entsiegelt ist? At the time of the end. Zeit des Endes. Which is the Sunday law. Was auch das Sonntagsgesetz ist. Right? Richtig. Okay. So, let's read the next quote. Lass uns das nächste Zitat lesen. Uns, den Dienern Gottes, wurde die dritte Engelsbotschaft, die Botschaft des Bindens, anvertraut, die ein Volk auf die Wiederkunft des unseres Königs vorbereiten soll. So what's the purpose of the third angel's message? Was ist der Sinn und Zweck der dritten Engelsbotschaft? To prepare you for the day of the Lord, right? Dich für den Tag des Herrn vorzubereiten. What did we read was the purpose of the sealing message? Was haben wir gelesen? Was war der Sinn und Zweck der Versiegelungsbotschaft? Same thing, right? Selbe. Okay. Next quote. Nächstes Zitat. Die dritte Engelsbotschaft, die die Botschaft des ersten und zweiten Engels einschließt, ist die Botschaft für diese Zeit. So, the seven thunders, what was it the history of? Die sieben Donner, was für eine Geschichte war das? Was the history of the first and the second angel's messages. Es war die Geschichte des ersten und zweiten Engels. Right? Richtig? Says that, very clearly says that, right? Sagt es sehr deutlich. But it's typifying the third. Aber diese Geschichte schattet die Geschichte des dritten Engels voraus. And what I want you to see is that the third angel's message is a repeat of the first and second, but it's the perfect fulfillment. So, was ich euch sehen lassen möchte, ist, dass die dritte Engelsbotschaft die Wiederholung der ersten und zweiten Engelsbotschaft ist, aber dann die perfekte Erfüllung der ersten und zweiten ist. Because the message, the everlasting gospel is a two-step process. It's a conviction of sin, followed by the reception of a message of righteousness. Das ewige Evangelium beinhaltet diese zwei Schritte, die Überführung von Sünde und dann gefolgt von einer Botschaft der Gerechtigkeit. Okay, to prepare you for the judgment, right? Und dich dann für das Gericht which vorzubereiten, is the third, was right? Der dritte ist. So the third angel's message is a message that warns you about your sin, provides you with a means of obtaining his righteousness and prepares you for that judgment that's coming, right? Die dritte Engelsbotschaft ist also eine Botschaft, die dich von deiner Sünde überführt, die die Mittel darreicht, die Gerechtigkeit zu erhalten und dich dann für das Gericht vorbereitet. Because what's going to open right here? Denn was öffnet sich folglich hier? The books, right? Die Bücher öffnen sich hier. August 1144, the book is opened, it's the judgment, right? 22. Oktober 1844, die Bücher werden geöffnet, es ist das Gericht. No, I said August 1144, but it's the same time. 11. August 1840. Which is here, right? Aber es ist letztendlich ja dasselbe. Which parallels this, right? Es ist hier und das ist eine Parallel hierzu. Right? Richtig. Not losing anybody, right? Okay. Ich verliere hier, hoffe ich hier keinen. Okay, now go back to the quotes, right? Lass uns jetzt zurückgehen zum This next one, right? Nächstes Zitat. So we just read that the third angel's message embraces the first and second. Also right? Wir haben hier gerade gelesen, die dritte Engelsbotschaft beinhaltet die erste und zweite Engelsbotschaft. Next quote. Nächstes Zitat. So wird der Inhalt der zweiten Engelsbotschaft von jenem anderen Engel, der die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet, erneut der Welt verkündigt. Diese Botschaften vermischen sich alle in einer. Oder Vermischung ist vielleicht nicht unbedingt das beste Wort. These messages all blend in one. Also diese Botschaften vereinigen sich alle in einer, um in den letzten Tagen der Erdgeschichte vor die Menschen zu treten. Die ganze Welt wird geprüft werden und alle, die im Hinblick auf den Sabbat des vierten Gebotes in der Finsternis des Irrtums gewesen sind, werden die letzte Botschaft der Barmherzigkeit verstehen, die den Menschen gegeben werden soll. Okay, so at the beginning, two temple cleansings, the message that comes at the beginning is the angel of Revelation 18, right? Es gibt ja die zwei Tempelreinigungen. Die Botschaft, die am Anfang gegeben wird, ist die Botschaft von Offenbarung 18. Lightens the whole earth with his glory.
Und die erleuchtet ja die ganze Erde mit der Herrlichkeit. Right? And it says that all the messages blend in one, the first, the second and the third. Und sagt hier, alle Botschaften vereinigen sich in einer, erste, zweite und dritte. Okay, next quote. Nächstes Zitat. Die drei Botschaften sind nur eine einzige dreifache Botschaft. Sie sind drei nur in der Reihenfolge ihres Aufstiegs. Aber nachdem sie erschienen sind, gehen sie gemeinsam weiter und sind untrennbar miteinander verbunden. Right? So you can see that they must be given in their order, because that's the order of the everlasting gospel, but it's one message, right? Sie müssen also in ihrer Reihenfolge gegeben werden, aber sie sind letztendlich nur eine einzige Botschaft. In the book of Ezra, how many decrees was there? Im Buch Ezra, wie viele Dekrete gab es dort? Three, right? Drei. But it was the same decree, right? Es war immer trotzdem das an sich dasselbe Dekret. Darius' decree was based upon Cyrus' decree, and Artaxerxes' decree was based upon Cyrus and Darius' decree, right? It was the same decree. Das Dekret von Darius basierte auf dem von Kyros, und das Dekret von Artaxerxes basierte auf den zwei vorigen Dekreten. Okay, next quote. Nächstes Zitat. And this is Pioneers, right? From the appendix. This one you just read. Yes, but... I just want to make sure that everybody knows this. Also einfach nur noch als Hinweis, dass aus dem großen Kampf, was wir gerade gelesen haben hier, das ist aus dem Anhang des großen Kampfes, also von den Pionieren geschrieben. Okay, nächstes Zitat. Ich habe wertvolle Gelegenheiten gehabt, eine Erfahrung zu machen. Ich habe eine Erfahrung in der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft gemacht. Die Engel werden so dargestellt, dass sie inmitten des Engels fliegen und sie verkünden der Welt eine Warnungsbotschaft und haben einen direkten Einfluss auf die Menschen, die in den letzten Tagen der Erdgeschichte leben. Niemand hört die Stimme dieser Engel, denn sie sind ein Symbol zur Darstellung des Volkes Gottes, das in Harmonie mit dem Universum des Himmels arbeitet. Männer und Frauen, erleuchtet durch den Geist Gottes und geheiligt durch die Wahrheit, verkünden die drei Botschaften in ihrer Reihenfolge. Okay, so what does the three angels' messages represent? Also was stellen die dreifache Engelsbotschaft dar? God's people giving the messages in their order. Gottes right? Volk, wie sie diese drei Botschaften in ihrer Reihenfolge verkündigen. Okay, so you can see it's a people that understand the three angels' messages in their order and they're giving them. Es ist also ein Volk, das die Botschaften versteht und sie in ihrer Reihenfolge dann verkündigt. And this is the repeat of the seven thunders. Und das ist eine Wiederholung der sieben Donner. Right? Richtig? Because the Lord is same yesterday, today and forever. He changes not. Weil der Herr ist ja derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er verändert sich nicht. We read that the seven thunders is talking about something in the future. Wir haben hier gelesen, die sieben Donner handeln auch von etwas, was in der Zukunft liegt. Okay. Next quote. Nächstes Zitat. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, reinigte er den Tempel von seiner frevlerischen Entweihung. Fast die letzte Handlung seines Dienstes war die zweite Reinigung des Tempels. So werden in dem letzten Werk für die Warnung der Welt zwei verschiedene Aufrufe an die Kirchen gerichtet. Okay, so two distinct calls are to be given to the churches, right? Zwei unterschiedliche Aufrufe ergehen an die Kirchen. But what message did she say was to be given to the world? Und was für eine Botschaft sollte an die Welt gegeben werden? Was haben wir gerade gelesen? The three angels' messages, right? Die dreifache Engelsbotschaft. Or the third angel's message, which is all three together. Oder right? Die dritte Engelsbotschaft, die alle drei beinhaltet. And that's the angel of Revelation 18, right? Das ist hier die Botschaft des Engels aus Offenbarung 8. This is what she's saying here. These two temple cleanses at the beginning and the end is this message, right? Das ist, was sie hier sagt. Die zwei Tempelreinigungen hier am Anfang und Ende, das sind diese Botschaften. Because we just read a quote, right, that says, the substance of the second angel's message is again given to the world by that other angel that lightens the earth with his glory. Right? Und wir haben ja zuvor das Zitat hier auf Seite 1 gelesen, aus 17 im Jahr. So wird der Inhalt der zweiten Engelsbotschaft von jedem anderen Engel, der die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet, erneut der Welt verkündigt. So when we come here, two distinct calls are given to the churches and then she marks the second angel's message. Right? Und deswegen, wenn sie jetzt hier sagt, zwei verschiedene Aufrufe werden an die Kirchen gerichtet, und dann erwähnt sie hier die zweite Engelsbotschaft. What is the second angel's message? Und was ist die zweite Engelsbotschaft? Babylon is fallen, is fallen. Babylon right? Ist gefallen, gefallen. Which marks the Sunday law. Was das Sonntagsgesetz markiert. Okay. So, so we've been through that many times. Go to the next quote.
Gehen wir zum nächsten Zitat, das haben wir oftmals schon angesprochen. Bei der Reinigung des Tempels verkündigte Jesus seine Mission als Messias und trat in sein Werk ein. Dieser Tempel, der als Wohnort für die göttliche Gegenwart errichtet worden war, sollte Israel und der Welt eine bildliche Lehre vermitteln. Seit ewigen Zeiten war es Gottes Absicht, dass jedes geschaffene Wesen, vom hellen und heiligen Seraphim bis zum Menschen ein Tempel für die Innewohnung des Schöpfers sein sollte. Wegen der Sünde hörte die Menschheit auf, ein Tempel für Gott zu sein. Verdunkelt und verunreinigt durch das Böse offenbarte das Herz des Menschen nicht mehr die Herrlichkeit des Göttlichen. Aber durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes ist der Zweck des Himmels erfüllt. Gott wohnt in der Menschheit und durch rettende Gnade wird das Herz des Menschen wieder zu seinem Tempel. Gott entwarf, dass der Tempel in Jerusalem ein fortwährendes Zeugnis der hohen Bestimmung sein sollte, dass sie jeder Seele offen steht. Aber die Juden hatten die Bedeutung des Gebäudes nicht verstanden, das sie mit so viel Stolz betrachteten. Sie gaben sich nicht als heilige Tempel für den göttlichen Geist hin. Die Höfe des Tempels in Jerusalem, erfüllt vom Tumult der unheiligen Geschäfte, stellen nur allzu wahrhaftig den Tempel des Herzens dar, verunreinigt durch die Gegenwart sinnlicher Leidenschaft und unheiliger Gedanken. Indem er den Tempel von den Käufern und Verkäufern der Welt reinigte, kündigte Jesus seine Werke an, sein Werk an, das Herz von der Verunreinigung der Sünde zu reinigen, von den irdischen Begierden, den egoistischen Lüsten, den bösen Gewohnheiten, die die Seele verderben. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Okay, so. Und also, when did you finished? Should I just read until here or all of it? Yes, no, just read until here. Yeah. Und dann noch, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen, er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber, dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Malachi 3, Vers 1 bis 3. Okay, so it's just another line we lay on. From temple cleansing to temple cleansing, Christ is doing this work of cleansing our heart. Right? Also einfach eine weitere Gedankenlinie, die wir hinzufügen können. Von Tempelreinigung zu Tempelreinigung reinigt Christus das menschliche Herz. Okay, the next paragraph is important. Und der nächste Absatz ist jetzt sehr wichtig. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der ihr seid. Kein Mensch kann von sich aus die böse Schar vertreiben, die vom Herzen Besitz ergriffen hat. Nur Christus kann den Seelentempel reinigen. Aber er wird keinen Eingang erzwingen. Er kommt nicht in das Herz wie in den antiken Tempel, sondern er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Er wird eintreten, nicht nur für einen Tag, denn er sagt, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, und sie sollen mein Volk sein. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Seine Gegenwart wird die Seele reinigen und heiligen, damit sie ein heiliger Tempel im Herrn sei und zu einer Wohnung Gottes durch den Geist wird. Okay, so that's the work that Christ wants to do in us right now, right? Also das ist das Werk, was Christus jetzt momentan in uns tun möchte. Okay, so the seven thunders in the past is pointing to the seven thunders in the future, right? Die sieben Donner in der Vergangenheit weisen auf die sieben Donner in der Zukunft hin. Okay, so in the seven thunders in the past, we understand it's related to two times of trouble. Und die sieben Donner weisen also auf diese zwei Zeiten der Trübsal hin. Pointing to the Sunday law crisis. Weisen auf die Sonntagsgesetzkrise hin. And we know each one of those is just a repeating pattern. Here you have the seven thunders, right? Wir wissen, dass beide Sonntagsgesetze einfach nur ein wiederholendes Muster sind. Und hier ist es ausgestreckt und wir sehen, es sind die sieben Donner. So, and this is the
two tests of Job, right? And by the, when you get to the end, he will have, by God's grace, finished the work in you, right? Und das sind auch die zwei Prüfungen des Hiobs. Und wenn du zum Ende kommst, hat bei Gottes Gnaden er das Werk in dir vollendet. Right? So he brings you through this time of trial, so that he can do this work in the sanctuary. Also er bringt dich durch diese Zeit der Prüfung, so dass er das Werk im Heiligtum tun kann. Right? Richtig? Okay, but I just want to show that just like the seven thunders is a 1260. Aber ich möchte zeigen, genauso wie die sieben Donner eine 1260 sind. And in that 1260 you have two times of trouble. Und in dieser gesamten 1260 hast du zwei Zeiten der Trübsal. We take this and we bring it here. It's also the seven thunders, right? Können wir das nehmen und hier runter ausspannen? Es sind wieder die sieben Donner im Fraktal. And in this we have two times of trouble. Und dann aber auch in dem Fraktal haben wir ebenso diese 1260 und darunter zwei Zeiten der Trübsal. Right? Richtig? So that's where we want to go now. Und das ist, was wir uns jetzt anschauen wollen. Okay, under the heading Pharaoh and Nebuchadnezzar. Wir gehen weiter unter der Überschrift Pharao und Nebukadnezar. Ich sah, dass das zweihörnige Tier ein Drachenmaul hatte und dass seine Kraft in seinem Kopf war und dass das Dekret aus seinem Maul kommen würde. Okay, so the one that makes the decree is the United States, the two-horned beast, right? Also die Macht, die das Dekret erlässt, ist diese zweihörnige Macht, die USA. Okay, so let's now go to Jeremiah 51. Gehen wir zu Jeremia 51, 34. Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich gefressen und vernichtet. Er hat mich wie ein leeres Gefäß hingestellt. Er hat mich verschlungen wie ein Drache. Er hat seinen Bauch gefüllt mit dem, was meine Freude war. Er hat mich vertrieben. Okay, so the United States is going to speak like a dragon. Right? Die USA wird ja wie ein Drache sprechen. What does the dragon symbolize? Und was symbolisiert der Drache? Sorry? Yeah, the state powers, right? Die Staatsmacht. It's the power that persecutes. Das ist die Macht, die verfolgt. So Nebuchadnezzar is he's a king, right? Nebukadnezar ist ein König, richtig? And it says that he swallowed me up like a dragon. Und es sagt hier, dass mich verschlungen hat wie ein Drache. Okay, who was swallowed up? Wer wurde unter anderem auch verschlungen? Jonah, right? Jonah. And if you go to Ezekiel chapter 32, it talks about thou art like a whale in the midst of the sea. And if you look that word up in the Hebrew, it also means dragon, right? Und wenn man zu Ezekiel 32 geht, da steht, Pharao, du bist wie ein Wal inmitten der Meere. Und wenn man das Wort Wal anschaut, sieht man auch, es kann auch als Drache übersetzt werden. So I want you to understand that Pharaoh, who's the dragon, and Nebuchadnezzar, who's the dragon, they're both these, represent these state powers, right? Was ich verstehen lassen möchte, ist, sowohl Nebukadnezar ist ein Drache, als auch Pharao ist ein Drache. Beide stellen diese Staatsmacht dar. Okay, so let's go to the next quote. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. Ein Götzensabbat wurde aufgestellt, so wie das goldene Standbild in den Ebenen von Dura aufgestellt wurde. Und wie Nebukadnezar, der König von Babylon, ein Dekret erließ, dass alle, die sich nicht beugen und das Standbild nicht anbeten würden, getötet werden sollen, so wird verlautbart werden, dass alle, die die Sonntagseinrichtung nicht verehren, mit Gefängnis und Tod bestraft werden. Okay, so. It says, Nebuchadnezzar, king of Babylon, issued a decree. Also es steht hier, Nebuchadnezzar, der König von Babel, hat ein Dekret erlassen. And she parallels it to the Sunday law crisis. Und sie setzt das parallel mit der Sonntagsgesetzkrise. So who's Nebuchadnezzar? Wer ist folglich Nebuchadnezzar? No, okay, the USA, right? I just premised it 5 minutes ago, or 2 minutes ago, right? Right? It's because it says the two-horned beast, the decree comes out of his mouth, right? Wir haben gelesen, das zweihörnige Tier, das Dekret kam aus seinem Maul hervor. How does a nation speak? Wie spricht eine Nation? Through its legislative and judicial institutions, right? Durch seine gesetzgebende und richterlichen Behörden. So, that's a civil power, right? Das sind die Staatsmächte. So when the United States speaks, right, it's a nation speaking. It's the courts and the judicial and legislative agencies, right? Also wenn eine Nation spricht, dann sind das also diese gesetzgebenden und richterlichen Behörden, die Gesetzgebung. So Nebuchadnezzar is typifying the United States that makes the decree, right? Also Nebuchadnezzar stellt die USA dar, die jetzt dieses Dekret erlassen. And it's linked to this golden image.
Und es wird verknüpft mit diesem goldenen Standbild. And the golden image is the statue Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, right? Und das goldene Standbild ist auch diese Statue aus Daniel 2, nämlich Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Right? Richtig? Okay, next quote. Nächstes Zitat. So wie Gott die Kinder Israel aus Ägypten gerufen hatte, damit sie seinen Sabbat halten konnten, so ruft er sein Volk aus Babylon heraus, damit sie nicht das Tier und sein Bild anbeten. Der Mensch der Sünde, der dachte, Zeiten und Gesetze zu ändern, hat sich über Gott erhoben, indem er der Welt diesen falschen Sabbat darbrachte. Die christliche Welt hat dieses Kind des Papsttums angenommen, es gewiegt und genährt und so Gott herausgefordert, indem sie sein Denkmal entfernt und einen rivalisierenden Sabbat aufgestellt hat. Okay, so it parallels the Sunday law crisis to the coming out of Egypt and the coming out of Babylon. Right? Setzt die Sonntagsgesetzkrise hier parallel mit Herauskommen aus Ägypten und das Herauskommen aus Babylon. So Pharaoh and Nebuchadnezzar, they represent the same power, right? Pharaoh und Nebuchadnezzar stellen dieselbe Macht dar. They're both the dragon that's persecuting God's people. Sind beide der Drache, die Gottes Volk verfolgen. Okay, so next quote. Nächstes Zitat. Dies ist die Arbeit, die jetzt auf der Erde getan werden muss. Diejenigen, die in Übertretung des heiligen Gesetzes Gottes leben, werden die Wahrheit nicht schmackhaft finden. Wenn deutlich gemacht wird, dass der Sonntag ein falscher Sabbat ist, der in der Macht des Menschen der Sünde seinen Ursprung findet, werden sie in einer Sprache, die zu deutlich ist, um missverstanden zu werden, sagen, wir wollen keine Kenntnis deiner Wege, o Herr. Andere werden sagen wie Pharao, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Aber angesichts aller Widerstände müssen wir das Banner der Gebote Gottes und des Glaubens Jesu hochhalten. Dies beides macht die Botschaft aus, die der Welt gegeben werden soll. Okay, so she marks the time of Pharaoh, right? Also sie markiert wieder die Zeit des Pharao. So, it's this Pharaoh that she's talking about. Who is God that I should obey his voice? Und es ist dieser zweite Pharao, über den sie hier spricht, der gesagt hat, wer ist der Herr, dass ich seine Stimme gehorchen sollte? It's marking the Sunday law crisis, right? Und das markiert die Sonntagsgesetzkrise. Yes? Richtig. Okay. So, next quote. Nächstes Zitat. Der Sabbat, der seinen Ursprung in Eden hat, ist so alt wie die Welt selbst. Er wurde von allen Patriarchen von der Schöpfung an gehalten. Während der Knechtschaft in Ägypten wurden die Israeliten von ihren Aufsehern gezwungen, den Sabbat zu brechen. Und sie verloren weitgehend das Wissen um seine Heiligkeit. Als das Gesetz auf dem Sinai verkündigt wurde, lauteten die allerersten Worte des vierten Gebotes, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Was zeigt, dass der Sabbat nicht erst dann eingeführt wurde. Wir werden auf seinen Ursprung in der Schöpfung verwiesen. Um Gott aus dem Gedächtnis der Menschen auszulöschen, wollte Satan dieses große Denkmal niederreißen. Wenn die Menschen dazu gebracht werden könnten, ihren Schöpfer zu vergessen, würden sie keine Anstrengung unternehmen, der Macht des Bösen zu widerstehen, und Satan würde sich seiner Beute sicher sein. Okay, so again and again, she takes Egypt, right, and shows that it's an illustration of the Sunday law crisis. Also immer und immer wieder bezieht sich hier auf Ägypten und zeigt uns, wie es eine Darstellung der Sonntagsgesetzkrise ist. And she's just basically paralleling it with Nebuchadnezzar. So Nebuchadnezzar and Pharaoh are both the dragon power. Right? Sie setzt das dann auch mit Nebuchadnezzar gleich. Also Nebuchadnezzar und Pharao sind diese Sonntagsgesetzkrise. Right. They both represent the United States. Beide stellen die USA dar. Okay, now let's come down to the war that took place between the North and the South in the United States. Right. Also jetzt kommen wir hier zu dem Krieg zwischen Norden und Süden in den USA. Nächstes Zitat. Also man wies mich auf das alte Israel zurück. Oder verwies mich auf das alte Israel, das von den Ägyptern in Knechtschaft gehalten wurde. Okay, why is she doing that? Warum tut sie das hier? Because the war between the North and the South in the United States was about slavery, right? Weil der Krieg zwischen Nord und Süd in Amerika ging ja um Sklaverei. I mean, at least that was the reason for it on the surface, but there was deeper things to do with it
Zumindest war das der, sag ich mal, der offizielle Grund. Ja, aber letztendlich waren die wahren Gründe noch ein bisschen anders. Yeah, the main reason was they wanted to maintain the union, right? Und der Hauptgrund war letztendlich, sie wollten diese Union weiter aufrechthalten. Okay, but anyway, it's still to do with slavery, and this is what she's referring to. Also es hatte immerhin trotzdem ja auch noch was mit Sklaverei zu tun, und darauf nimmt sie hier Bezug. Der Herr hat durch Mose und Aaron gewirkt, um sie zu befreien. Vor dem Pharao wurden Wunder vollbracht, um ihn davon zu überzeugen, dass diese Männer besonders von Gott gesandt waren, um ihn zu bitten, Israel gehen zu lassen. Aber das Herz des Pharao war gegen die Gesandten Gottes verhärtet, und er suchte nach anderen Erklärungen von all ihnen vollbrachten Wundern. Dann wurden die Ägypter dazu gebracht, Gottes Gerichte zu spüren. Sie wurden von Plagen heimgesucht, und während sie unter deren Auswirkungen litten, willigte der Pharao ein, Israel ziehen zu lassen. Aber sobald die Ursache ihres Leidens beseitigt war, wurde sein Herz verhärtet. Seine Ratgeber und mächtigen Männer wehrten sich gegen Gott und bemühten sich, die Plagen als Folge natürlicher Ursachen zu erklären. Jede Heimsuchung Gottes war schlimmer als die vorhergehende, und doch ließen sie die Kinder Israel nicht frei, bis der Engel des Herrn den Erstgeborenen der Ägypter tötete, oder die Erstgeborenen der Ägypter tötete. Vom König auf dem Thron bis hinunter zu den Demütigsten und Niedrigsten gab es Wehklagen und Trauer. Dann befahl der Pharao, Israel ziehen zu lassen. Aber nachdem die Ägypter ihre Toten begraben hatten, bereute er es, Israel ziehen lassen zu haben. Seine Ratgeber und mächtigen Männer versuchten, andere Antworten für die Todesfälle zu finden. Sie wollten nicht zugeben, dass die Heimsuchung bzw. das Gericht von Gott kam, und deshalb verfolgten sie die Kinder Israels. So, Sister White yesterday took Daniel 11, 31 to 36. She says this past history is going to be repeated in Daniel 11, 40 to 45. Also gestern haben wir gesehen, wie Ellen White hier Daniel 11, Verse 31 bis 36 nimmt und sagt, diese vergangene Geschichte wird sich dann hier wiederholen mit Daniel 11, Verse 40 bis 45. They're both the same history, right? Beide sind letztendlich dieselbe Geschichte. And Daniel 11, what's it about? Daniel 11, worum geht es dort? The war between the north and the south, right? Der Krieg zwischen Nord und Süd. So, the war between the north and the south here, she's parallel to the Sunday law crisis, right? Und sie setzt hier den Krieg zwischen Nord und Süd mit der Sonntagsgesetzkrise parallel. So, the war between the north and the south and the United States and Egypt, where you have this thing about slavery, they're all typifying the Sunday law crisis. Also der Krieg zwischen Nord und Süd hier und die Sklaverei in Ägypten sind alle Parallelereignisse und schatten das Sonntagsgesetz voraus. Okay, so, and it just confirms this in this next paragraph, that's just a carry-on for what we've been reading. Und das bestätigt sich im nächsten Absatz, das ist einfach das Zitat weitergeführt. Diese Szene wurde mir vorgeführt, um die selbstsüchtige Liebe zur Sklaverei und die verzweifelten Maßnahmen zu veranschaulichen, die der Süden ergreifen würde, um die Institutionen in Ehren zu halten und die schrecklichen Anstrengungen, die sie unternehmen würden, bevor sie nachgeben würden. Das System der Sklaverei hat die Menschen auf das Niveau von Unmenschen reduziert und erniedrigt, und die Mehrheit der Sklavenhalter betrachtet sie als solche. Das Gewissen dieser Herren ist versenkt und verhärtet, so wie das des Pharaos. Und wenn sie gezwungen werden, ihre Sklaven freizulassen, bleiben ihre Prinzipien unverändert, und sie würden den Sklaven, wenn möglich, ihre unterdrückende Macht spüren lassen. Es schien mir jetzt unmöglich zu sein, die Sklaverei abzuschaffen. Gott allein kann den Sklaven aus der Hand seines verzweifelten, unerbitterlichen Unterdrückers reißen. Alle Misshandlungen und Grausamkeiten, die gegenüber dem Sklaven ausgeübt werden, gehen zu Recht zu Lasten der Aufrechterhalter des Sklavensystems. Seien es Männer aus dem Süden oder aus dem Norden. Right. So both the South and the North were guilty of slavery, right? Sowohl der Süden als auch der Norden waren beide schuldig der Sklaverei. Okay. They're both Satan's children, the North and the South, right? Sind beide Kinder Satans, sowohl der Norden als auch der Süden. Okay, but the point I want you to get, the bondage in Egypt, what's it typifying?
Aber den Punkt, den ich machen möchte, ist die Knechtschaft in Ägypten. Was schattet sie voraus? What is it an illustration of? Was ist das für eine Illustration? Right, we're in bondage to sin, right? Wir sind in der Knechtschaft der Sünde. So, this is an illustration at the end of the world that the world wants us to be in bondage to sin like them, right? Das ist eine Darstellung für das Ende der Welt, wie die Welt uns in der Knechtschaft der Sünde behalten möchte, so wie damals die Sklavenhalter die Sklaven behalten wollten. The world loves its own, right? Die Welt liebt das Seine. When you're smoking and drinking and partying and doing all those weird things, everything, oh yeah, look at them, they're okay, they're just like us, right? Also wenn du trinkst und rauchst und Party machst und all solche Sachen, dann sagen sie, ja, du bist in Ordnung, yes. Denn das ist ja wie alle sind. I know it, I was there for many years, right? So, the point is, when you step outside of that, the world looks upon you, you're strange. You don't belong here, right? Wenn du außerhalb von diesem Verhalten dich bewegst, dann bist du auf einmal fremdartig. Who is the prince of this world? Denn wer ist der Fürst dieser Welt? The dragon. Satan, dieser Drache. The civil powers, right? Die Staatsmächte. They are his agents. Die sind seine Agenten, seine Werkzeuge. And Satan wants you to be a member of his kingdom, right? Und Satan möchte ja, dass du ein Mitglied seines Königreichs bist. So what must he get you to do? Deswegen, wohin muss er dich folglich bringen? He must get you to sin. Er muss dich zur Sünde verführen. Because if you sin, you're a child of Satan, right? You're in bondage. Denn wenn du sündigst, bist du dann ein Kind Satans geworden, du bist jetzt in Knechtschaft. So when you sin, you're a slave, right? Wenn du nicht sündigst, dann bist du ein Sklave. Right? He wants to keep you in this bondage. Und er möchte dich in dieser Knechtschaft festhalten. So the Lord allows them to bring that test and you demonstrate whether you're a slave or whether you've received the grace of Christ that's freed you from that slavery. Und deswegen right? erlaubt der Herr, dass dieser Sonntagsgesetztest kommt, um zu demonstrieren, ob du immer noch ein Sklave bist oder ob du die Gnade Gottes erhalten hast, die dich daraus befreit. Okay, so the north and the south, they're typifying these two powers, right? That we've been seeing in the world right now opposing each other. Also der Norden und der Süden stellen diese beiden Machtblöcke dar, die wir in der Welt jetzt immer wieder erkennen können, die sich gegenseitig entgegenwirken. South represents communism, north represents fascism. Der Süden stellt diesen Kommunismus dar und der Norden diesen Faschismus. Okay, we will talk more about that as we go through. Das werden wir noch mehr besprechen, wenn wir fortsetzen mit unseren Vorträgen. Okay, so now, immediately after she talks about Egypt and the war between the north and the south, she comes to this quote from 1 Thessalonians 2:68. Nun, also direkt nachdem sie über Ägypten und die Sklaverei dort gesprochen hat und dann den Krieg zwischen Nord und Süd in Amerika, kommt sie jetzt hier zu diesem Zitat aus auch im ersten Band der Zeugnisse 268, also einfach ein paar Absätze später. Ist also alles damit noch verbunden. Mir wurden die Bewohner der Erde in äußerster Verwirrung gezeigt. Krieg, Blutvergießen, Entbehrungen, Mangel, Hungersnot und Pest waren im Land. Als diese Dinge Gottes Volk umgaben, fingen sie an, zusammenzurücken und ihre kleinen Schwierigkeiten beiseite zu legen. Selbstwürde kontrollierte sie nicht länger. Tiefe Demut trat an ihre Stelle. Leid, Verwirrung, Entbehrungen ließen die Vernunft wieder auf den Thron zurückkehren. Und der leidenschaftliche und unvernünftige Mensch wurde vernünftig und handelte mit Besonnenheit und Weisheit. Meine Aufmerksamkeit wurde dann von der Szene gelenkt. Es schien eine kleine Zeit des Friedens zu geben. Wieder wurden mir die Bewohner der Erde gezeigt und wieder war alles in größter Verwirrung. Überall wüteten Kampf, Krieg und Blutvergießen mit Hungersnot und Pest. Andere Nationen waren in diesen Krieg und diese Verwirrung verwickelt. Krieg verursachte Hungersnot, Mangel und Blutvergießen verursachten Pest. Und dann versagten die Herzen der Menschen vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Okay, so if Sister White in this illustration of the war in America between the North and the South, also wenn Ellen White hier in der Darstellung von dem Krieg in Amerika zwischen Nord und Süd and the slavery in Egypt und der Sklaverei in Ägypten, they both typify the Sunday law, welche beide ja das Sonntagsgesetz vorausschatten. What do we think that First Testimonies, these two paragraphs that we just read, is also talking about?
was können wir dann davon ausgehen, worüber sprechen diese zwei Absätze hier im ersten Band der Zeugnisse, was wir gerade hier gelesen haben? Take a sanctified guess. Yeah, the Sunday heilige, law, right? Eine heilige Vermutung an das Sonntagsgesetz. Ja. How can we prove that right there? Und wie können wir das hier beweisen, basierend auf das, was wir gelesen haben? I mean, it to me is very obvious when the persons talk about it, everything's in context, but how can you prove it from these two paragraphs? Also für mich ist es allein vom Kontext, dass sie alle diese Dinge in einem Kapitel zusammenfügt, sehr deutlich, aber wie können wir es basieren, auch nochmal beweisen, basierend auf diesen zwei Absätzen hier? Go on in, Daniela. Yes, Matthew 24, why? Matthäus 24, ja, warum? Yes, how many times do we see the wars and rumors of wars in Matthew, Mark and Luke? Also es spricht ja hier von Krieg und Blutvergießen und Pest und so weiter und so fort. Und wie oft sehen wir das in Matthäus, Markus und Lukas beschrieben? Two times, right? Zweimal. But specifically in the second paragraph it says, then men's hearts fail them for fear. Aber besonders hier im zweiten Absatz, im letzten Satz, da steht, dann versagten die Herzen der Menschen. Where's that taken from? Vor Furcht. The book of Luke 21, right? Und das ist ein direktes Zitat aus Lukas 21. And Luke 21 is a parallel to Matthew 24, right? Und Lukas 21 ist eine Parallele zu Matthäus 24. We know Matthew 24 is talking about the Sunday law crisis. Und wir wissen, right? Matthäus 24 spricht über die Sonntagsgesetzkrise. Right? So the second time is the second sign that Christ is talking about. It's the shaking of the heavens and the earth, right? Also die zweite Mal, wo Krieg und so weiter es gibt, ist dann die zweite Zeit der Trübsal, wo die Himmel und Erde erschüttert werden. Now I don't know if I put that in there. Yes, it's in there. We'll just get there in a moment, right? How much time have I got, Daniel? No, how long have I been going? Okay. No problem. Right. So. Okay, no problem, right? So let's just read Matthew 24, verses 6 to 8. Lesen wir jetzt Matthäus 24, Verse 6 bis 8. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Okay, so here you have the shaking of the earth, the shaking of the angry nations, right? Also hier haben wir die Erschütterung der Erde, das Erschüttern der zornigen Nation. And this is speaking about this first paragraph there, right? Und das spricht hier über diesen ersten Absatz aus 1. Band der Zeugnisse 268. Okay, you see this, famines, pestilence, earthquakes, and it's the same as what they saw or we read about in that first paragraph, right? Also hier sehen wir Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Kriege und so weiter. Dasselbe, was wir hier im ersten Absatz aus dem ersten Band der Zeugnisse gelesen haben. War, famine and pestilence, etc., right? Also Krieg, Hungersnöte und Seuchen und so weiter und so fort. Now we want to go, because, point, seven thunders from 1798 to 1844 was 46 years, right? Sieben Donner von 1798 bis 1844 waren 46 Jahre. And we know that the 46 years, the rebuilding of our temple, is to do with our DNA. It's to do with the reconstruction of our fallen, sinful human being. Right? Wir wissen, die 46 ist ja mit dem Tempel in Verbindung und es markiert letztendlich diese Wiederherstellung unserer korrumpierten DNA, diese 46 Chromosomen. And we know, right, that the 46, right, is these two tables of stone. Wir wissen auch, dass diese 46 auch diese zwei Steintafeln sind. It's the law, right? Das ist das Gesetz. Four commandments on the first table, six on the second, right? Vier Gebote auf der ersten Tafel und sechs auf der zweiten. Where does the Lord want to put that? Und wo möchte der Herr das reintun? He wants to write it on the tables of your heart, right? Er möchte das auf die Tafeln deines Herzens schreiben. That's when your mind has been, when you have the mind of Christ, right? Das ist, wenn du den Verstand Christi haben wirst. And Sister White looked into in a vision and she saw them bound together like a book, right? Und Ellen White hat die beiden Steintafeln im Himmel dort in einer Vision gesehen und hat gesehen, wie sie
wie ein Buch zusammengefaltet waren. And how were they written, these two tables? Und wie waren diese zwei Tafeln beschrieben? On both sides, right? Auf beiden Seiten. Which is the flying roll, right? Das ist auch die fliegende Buchrolle. Which is the Bible. Welche auch die Bibel ist. Okay. So right there, what are you to eat? Genau hier, was sollst du essen? The little book, right? Das kleine Buch. Okay, you it becomes part of you, right? Es wird jetzt ein Teil von dir. Because the book is then open, weil das Buch right? ja dann hier geöffnet ist. Okay. So the point I want to make is 46, right? Punkt, den ich machen möchte, wir haben die Zahl 46 hier. So I want us to understand that 1848, the US Civil War, they were all types pointing forward to the Sunday Law Crisis, right? Ich möchte euch nochmal erinnern, 1848 und der US-Bürgerkrieg waren beides nur Typen, die auf die Sonntagsgesetzkrise hinweg oder vorausschatteten. And it's easy to see that the First and Second World War are these two times of trouble, right? Es ist leicht zu sehen, dass der Erste und Zweite Weltkrieg diese zwei Zeiten der Trübsal darstellen. First point, right? Erster Punkt. Is that the U.S. Civil War between the North and the South lasted for 4 years? Ist, dass der US-Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd für 4 Jahre war. How long did the First World War last? Wie lange hat der Erste Weltkrieg gedauert? 4 years, right? Auch 4 Jahre. There's a little time of peace between them, right? And then you have the Second World War, right? Und dann hast du eine kleine Zeit des Friedens zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und dann hast du den Zweiten Weltkrieg. Which was how many years? Und wie lange war der? 6 years, right? War 6 Jahre. You have there's no accident that you have these numbers here, 4 and 6, right? Kein Zufall, dass du diese Zahlen hast. Okay, and not only that, we looked at Trump. Trump is the Nebuchadnezzar. He's this head of gold, right? Und es ist auch kein Zufall, dass Trump, er ist ja dieser Nebuchadnezzar, ist dieses Haupt aus Gold. And I don't know how many people have likened Trump to Adolf Hitler. Und ich weiß nicht, wie viele Leute schon allein in der Welt Trump mit Adolf Hitler verglichen haben. The United States are the armies of the Pope, therefore he's the king of the North, right? Und die USA sind die Armeen des Papstes, deswegen er ist dann der König des Nordens. Whereas the South represents Egypt, it represents open rebellion, right? Wohingegen der Süden ja Ägypten ist und die stellen offene Rebellion dar. Okay, so Daniel 11. 40 at the Daniel 11:40 at the time of the end, right? Daniel 11:40 zur Zeit des Endes. In 1798 was carried on in the Russian Revolution, right? Was 1798 ja begann, es hat sich dann fortgesetzt in der russischen Revolution. Right? So the theology or the ideology that came from France was taken into the Bolshevik Revolution, right? Also die Ideologie, die aus der französischen Revolution kam, wurde in diese bolschewistische Revolution übertragen. And France and Russia was the king of the South, right? Und Frankreich und Russland waren ja dann letztendlich der König des Südens. It's Marxism, Bolshevism, Communism, whatever you want to call it, right? Marxismus, Bolschewismus oder Kommunismus, wie immer du das auch nennen magst. So in the Second World War, who was really behind the scenes? Und wer war in Wirklichkeit hinter den Kulissen da im Zweiten Weltkrieg verwickelt? The Pope, right? Diese Frau, der Papst. But who was it that put Hitler into power? Aber wer war es, der Hitler an die Macht brachte? The Evangelicals, right? Das waren die Evangelikalen. I posted a video about this some time ago, right? Ich habe mal vor einiger Zeit ein Video darüber gepostet. The Evangelicals are the ones that put Trump into power in 2016, right? Und es waren auch die Evangelikalen, die Trump 2016 an die Macht gebracht It's haben. It's Protestantism, the prophets of Baal, right? And Ahab, there's these two horns, right? Das ist Protestantismus, diese Baalspropheten und Ahab, da hast du diese zwei Hörner. They're the daughters of their mother, the papacy, right? Sie sind ja die Töchter ihrer Mutter, des Papsttums. So we can see that history is going to repeat itself, right? Deswegen, wir können sehen, wie sich die Geschichte wiederholen wird. What's the difference between the First World War
And the Second World War in relation to God's people. Was ist der Unterschied zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg in Bezug auf Gottes Volk? Yes, the Jews, who do the Jews, they're a type of Seventh-day Adventists, right? Also die Juden, die sind ja letztendlich ein Typus für die Siebenten-Tags-Adventisten. But at the cross, what did the Jews say? Aber am Kreuz, was haben sie gesagt? Let his blood be upon us. Lass sein Blut über uns kommen. So what happened to them? Was ist dann mit ihnen passiert? They got murdered in their millions. Sie sind letztendlich zu Millionen umgekommen. What's it telling us, brothers and sisters, if we reject this message? Was sagt es uns, liebe Geschwister, wenn wir als Adventisten diese Botschaft verwerfen? Not one Christian died in the destruction of Jerusalem. Nicht ein Christ ist in der Zerstörung Jerusalems umgekommen. But all the Jews died. Right? All die Juden sind umgekommen. It was a warning to us, right? Es war eine Warnung an uns. So, we know that the death decree comes right here, marking the difference between the First World War and the Second World War. Wir wissen, dass das Todesdekret hier eintreten wird und das markiert also hier den Unterschied zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg. Okay, Protestantism, the army of the Pope, just like Adolf Hitler was the army of the Pope. Right. Und Protestantismus ist letztendlich die Armee des Papstes. Or the United States, should I say. Primär die USA ist die Armee des Papstes, genauso wie Hitler auch die Armee des Papstes war. Right. So Hitler was not just one country, it was a union of countries, right? Und Hitler war ja auch nicht nur ein Land, sondern er hatte auch ein Bündnis von Ländern. Okay, and it's the same at the end of the world. It's a union, it's this confederacy of kings under the United States that will persecute God's people. Selbes am Ende der Welt. Es wird dieser Zusammenschluss der Nationen sein unter der Leitung der USA, die letztendlich Gottes Volk verfolgen wird. Okay, now, let's just see. Okay, that's last. So just let's read this quote now. This was an official statement by the vice president of the Seventh-day Adventist Church in Germany in 2014. Also das nächste Zitat ist jetzt ein Zitat von dem Vizepräsident des Norddeutschen Verbandes. Und er hat Folgendes gesagt. Am 28. Juli 1914 brach in Europa ein Krieg aus. Seine Ausmaße verdunkelten alles, was ihm vorausging. Viele Adventisten sahen den Ausbruch des großen Krieges als ein Zeichen für das Ende der Welt. Vor dem Krieg hatten viele Adventisten im Militär gedient, weigerten sich aber, ihre Pflichten am Sabbat zu erfüllen und riskierten damit möglicherweise schwere Strafen. Nun sahen es andere Adventisten als Teil der Vorbereitung auf die unmittelbar bevorstehende Rückkehr Jesu an, sich zu weigern, Waffen zu tragen oder am militärischen Impfprogramm teilzunehmen. Doch kurz nach der allgemeinen Mobilmachung am 2. August 1914 gab die mitteleuropäische Leitung der Siebenten-Tags-Adventisten in Hamburg ein Rundschreiben an die adventistischen Gemeinden in Deutschland heraus, in dem sie empfahl, soweit wir Angehörige des Militärs sind oder den Befehl zur Einberufung zum Militärdienst erhalten, sollten wir unsere militärischen Pflichten mit ganzem Herzen und mit Freude erfüllen. In Josua 6 lesen wir, dass die Kinder Gottes Waffen trugen und auch am Sabbat dienten. Dieser Brief und andere Veröffentlichungen lösten in adventistischen Gemeinden einen komplexen Protest aus, der zu Spannungen und Spaltungen führte. Dieser Zustand führte 1915 zum Entstehen einer eigenen Organisation, der selbsternannten Reformbewegung, die ihre Mutterkirche, die Großkirche eines babylonischen Glaubensabfalls vom wahren Adventglauben bezichtigte. Okay, so what was their sin? Was war ihre Sünde damals? What was the sin of the Seventh-day Adventist Church right here? Was war die Sünde der Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde dort? Say that louder. No, we're looking at things literally. What was their sin? Was war die Sünde der Adventgemeinde damals? Okay, so what's the sin? Why is that a sin? Also, it's written in the Bible.
Warum ist es eine Sünde, hier am Sabbat zu dienen und den Militärdienst? Okay, so why is it a sin? What is it they're not understanding? Was verstehen sie nicht? Wie? Okay, there it is, right? Was haben sie nicht verstanden? Sie haben nicht die geistliche Anwendung verstanden. When Christ came, he was rebuking them always. They were always understanding everything literal, rather than understanding the spiritual signification of the Old Testament, right? Als Christus kam, hat Jesus ja die Juden getadelt, dass sie alles immer nur buchstäblich verstanden haben und nicht die geistliche Bedeutung dahinter erkannt haben. So here in 1914, right, they did the very same thing. They took this literal stories of the Old Testament and says, here, look, see what they did, and they applied it literally. Und genau hier 1914 haben sie genau dasselbe gemacht wie die Juden damals. Sie haben die buchstäbliche Geschichte genommen, buchstäblich angewandt und haben gesagt, ja schau, die haben doch die Waffen getragen am Sabbat. They are the children of the flesh, sie right? sind die Kinder des Fleisches. But the children of the spirit who recognized this is wrong stood up and said, no, we're not going to stay part of that organization. Aber die Kinder des Geistes, die dann erkannt haben, dass das falsch ist, die haben gesagt, nein, wir werden nicht Teil dieser Organisation bleiben. Okay, so the reform movement that we're typifying the movement is going to separate itself from the apostate church at the end of the world, right? Also diese Reformbewegung schattet also diese Bewegung hier am Ende der Welt unter dem Sonntagsgesetz voraus, die sich dann von der großen offiziellen Gemeinde abspalten wird. Right? Richtig? Because they are actually the true church, the children of the spirit are the true church. Denn sie sind ja dann in Wirklichkeit die wahre Gemeinde, sie sind die Kinder des Geistes. Okay, so then just quickly Luke 21 verse 20. Lukas 21 vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. This was the sign, right? Das war das Zeichen, richtig? Okay. So a quick point I want to make is that letter that they read there, they wrote it on the 100th anniversary of the First World War, right? Und diesen Brief oder dieses Statement, was wir gerade hier gelesen haben, haben sie 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges geschrieben. In 2014. Nämlich in 2014. What's 2014 for us? Und was ist 2014 für uns? It's a time of the end. It typifies the Sunday law, right? Zeit des Endes schattet das Sonntagsgesetz voraus. It's no accident, right, that it was exactly 100 years later, brings you to 2014, and this typifies the Sunday law, and they write this statement, right? Kein Zufall, dass es genau 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg war, 2014, was dann das Sonntagsgesetz vorausschattet. Okay, so in Luke 21:20, it's the sign, when you see Jerusalem compass with armies, right? Lukas 21, Vers 20 spricht über das Zeichen, wenn du Jerusalem von Kriegsherren belagert siehst. When they're forcing you to break God's law. Wenn sie dich zwingen, Gottes Gesetz zu brechen. Okay, Matthew 24, 15 and 16. Matthäus 24, Verse 15 und 16. Wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Okay, so When the Sunday law comes and they surround Jerusalem, you have to flee, right? Also wenn sie Jerusalem umlagern, dann sollst du fliehen. But could they flee while Cestius was surrounding Jerusalem? Aber konnten sie fliehen, als Cestius noch Jerusalem umlagerte? Okay, so it was Nein. when he hasted away, right? Es war, als er hinwegfloh, dass sie das tun konnten. This point, because it's Dieser what Punkt. Marks the time of peace, right? Denn das markiert hier die Zeit des Friedens. When the time of peace comes, now you can flee, right? Wenn die Zeit des Friedens kommt, dann kannst du flüchten. And you are to flee to the refuge city. Und du solltest right? zur Zufluchtsstadt flüchten. Right, we've been going through this that immediately here when you receive the latter rain, what do you enter into? Wir haben das angeschaut, wenn du hier den Spätregen erhältst, worin wirst du einkehren? When you receive the latter rain, what are you entering into? Wenn du den Spätregen erhältst, worin wirst du einkehren? Yeah, the land, the city, right? Remember, we met the city is at the end, right? Das Land in die Stadt. Denk dran, das war ja hier am Ende. That's what we had here, and it's just showing you the same principle here, right? Das ist ja, was wir hier hatten. Das zeigt uns dasselbe Prinzip genau hier. Okay, this little time of peace. Diese kleine Zeit des Friedens. The parallel to this. Ist eine Parallele zu dieser Zeit des Friedens. Right? Richtig? Time of trouble, time of trouble, time of trouble,
time of trouble. Zeit der Trübsal, Zeit der Trübsal, Zeit der Trübsal, Zeit der Trübsal. Big fractal, small fractal. Großes Fraktal, kleines Fraktal. Seven thunders, seven thunders. Sieben Donner, sieben Donner. Right? That's what I'm doing. I'm showing you that this up here is being repeated perfectly down here. Ich zeige dir schon, wie das hier oben sich perfekt hier unten erfüllt. Because I need you to see that this waymark right here is the same as what happens at this waymark right here. Ich will euch nur zeigen, dass was hier oben passiert, genau das ist, was hier unten passiert. We spent all morning showing you and yesterday showing you that right here the cities are going to be destroyed, right? Also dass diese Wegmarken hier parallel sind und wir haben gestern dir gezeigt, dass diese Wegmarken hier an dieser Wegmarke die Städte zerstört werden. And we're right before here, right? Und wir stehen genau unmittelbar vor dieser Wegmarke. Richtig? Okay, that's why I'm saying that we need to understand this waymark based upon the repeating pattern, right? Deswegen müssen wir diese Wegmarke hier verstehen, basierend auf dem wiederholenden Muster. So, we've understood for some time that when Cestius hastes away, it's marking a time where we can now flee, right? Deswegen, wir verstehen ja, dass wenn Cestius jetzt wegflieht, dann können wir auch flüchten. Okay, last point. Letzter Punkt. So, 1 Thessalonians 268.2, just this one phrase. Erster Band der Zeugnis, 268, letzter Satz hier. Meine Aufmerksamkeit wurde dann von der Szene gelenkt, es schien eine kleine Zeit des Friedens zu geben. Okay, so it marks the beginning of this time of peace. Markiert den Beginn dieser Zeit des Friedens. Now let's read. Nun lass uns weiterlesen. Meine Aufmerksamkeit wurde dann von der Szene gelenkt, es schien eine kleine Zeit des Friedens zu geben. Wieder wurden mir die Bewohner der Erde gezeigt und wieder war alles in größter Verwirrung. Überall wüteten Kampf, Krieg und Blutvergießen mit Hungersnot und Pest. Andere Nationen waren in diesem Krieg und dieser Verwirrung verwickelt. Krieg verursachte Hungersnot, Mangel und Blutvergießen verursachten Pest. Und dann versagten die Herzen der Menschen vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Okay, so we know at the midnight cries when you come face to face with death, right? Wir verstehen, dass am Mitternachtsruf wir mit dem Tod ins Angesicht kommen werden. Second World War, God's people now come face to face with death. Zweiter right? Weltkrieg, Gottes Volk kommt jetzt mit dem Tod ins Angesicht. Are you going to be faithful? Und die Frage ist, bleibst du treu? Okay, but the Jews, right here at the cross, who denied Christ, die in the destruction of Jerusalem. Aber die Juden, die hier am Kreuz Christus verleugnet haben, sie sterben hier in der Zerstörung Jerusalems. How do I know that? Woher weiß ich das? Because it says when at the cross, and I'll give you the quote if you want, it says, Christ delayed the destruction of Jerusalem for 40 years. Denn Enright sagt, Christus hat am Kreuz die Zerstörung Jerusalems um 40 Jahre verzögert. When Jonah comes out of the belly, what does he say? Wenn Jonah aus dem Bauch kommt, was sagt er? 40 days, then comes judgment, right? 40 Tage und dann kommt das Gericht, richtig? Paralleling these things, right? Er setzt diese Dinge parallel. So when you get here and you deny Christ, you're condemning yourself to death, right? The destruction of Jerusalem. Wenn du hier kommst und Christus verleugnest, verurteilst du dich selbst und kommst hier in das Zerstörung Jerusalems um. Historically speaking, right? Geschichtlich gesprochen. Because let's just go now to Luke 21, 25, 26, last verses. Letzten Vers aus Lukas 21, Vers 25 und 26. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Herzen der Menschen versagen werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Okay, so men's hearts failing them for fear is what we just read in that second time of trouble, right? Also die Herzen der Menschen versagen vor Furcht ist das, was wir ja hier über die zweite Zeit der Trübsal aus dem ersten Band der Zeugnisse gelesen haben. So what does it mark in verse 25? Und was markiert das hier in Vers 25? What's taking place in verse 25? Was findet in Vers 25 statt? Shaking of the heavens and the earth, right? Die Erschütterung des Himmels und der Erde. We've understood for a long time that this marks the point the shaking of the heavens and the earth, right? Wir haben für eine längere Zeit verstanden, dass das ja der Punkt ist, wo die Erschütterung des Himmels und der Erde markiert ist. It's marking the beginning of this second time of trouble. Es markiert right? den Anfang der zweiten Zeit der Trübsal. Where you come face to face with death. Wo du mit dem Tod ins Angesicht kommen wirst. Right?
Richtig? This is all old stuff. We've been through this before, but it's a lot of information. Das ist alles noch altes Material. Wir sind oftmals schon durchgegangen, aber es ist viel Information. So all I'm doing is bringing everything in and laying things on, and you're seeing these repeating patterns in the big fractal and the smaller fractal. Alles, was ich mache, ist, ich lege alle diese Sachen jetzt hier aus, damit wir die Parallelen sehen zwischen dem großen und dem kleinen Fraktal. So we have several witnesses to show the shaking of the heavens and the earth here and also here, right? Wir haben viele Zeugen zu zeigen, dass die Erschütterung des Himmels und der Erde hier ist, aber auch hier. Right? Richtig? Because God changes not, right? Weil Gott sich nicht verändert. Okay, and on that thought we shall close with prayer. Mit diesem Gedanken können wir mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, Lord, I want to thank you for this illustration. Ja, ich möchte dir für diese Darstellung danken, that you change not, dass du dich nicht veränderst, and that you have provided all this information to show how you're going to repeat those things you've done in the past. Und dass du all die Informationen uns dargereicht hast, wie du diese Dinge hier wiederholen wirst, die in der Vergangenheit waren. Please help us to carefully go through these things. Bitte hilf uns, dass wir sorgfältig durch diese Dinge hindurchgehen. That we might have any wrong conceptions in our mind removed. Dass wir alle falschen Konzepte aus unserem Verstand entfernt bekommen können. That we might see and understand things clearly. Sodass wir Dinge klar und deutlich sehen und verstehen können. That we might allow you to work true repentance in our hearts. Und dass wir dir Erlaubnis geben können, wahre Buße in unserem Herzen wirken zu können. And to cleanse this human temple. Und diesen menschlichen Tempel zu reinigen. That we might be ready for that time when those books are opened. Sodass wir bereit sein können für die Zeit, wenn die Bücher sich öffnen werden. That we might receive the blessing and not the curse. Sodass wir den Segen erhalten können und nicht den Fluch. I just want to thank you for these simple but technical illustrations. Und ich möchte dir danken für diese einfachen, aber technischen Darstellungen. And we ask all this in the name of Jesus. Und wir bitten all dies im Namen Jesu. Amen. Amen.